herzliche Gratulation zu deinem 10. Tor. Am Ende hat auch das nicht gereicht. Danke, ja, wir sind sehr, sehr enttäuscht über den Spielverlauf, weil wir wussten, es war eine gute Mannschaft auf uns treffen, Hertha BSC mit jungen, vielen Talenten. Aber wie viele Chancen wir hatten, und das ist unfassbar. Also wie wir auch gespielt haben, fand ich gut ab von der Mannschaft, sehr gut gespielt. Natürlich die zwei Gegentore. Sag ich trotzdem passiert, aber im Endeffekt müssen wir 5, 6 Tore machen, wie auch immer, gegen Tasmania, sage ich schon wieder. Und das ist sehr, sehr enttäuschend, weil anders, was soll ich noch, was soll man vorwerfen der Mannschaft? Und die haben ja gebettelt um das Tor, die lagen da auf dem Boden, Zeitspiel gemacht, alles, um noch einen Punkt mitzunehmen. Und was ich gar nicht verstehe, obwohl ich so Hertha immer meinem Herzen bleibt, aber dass die Jungs sich noch im Kreis da freuen oder rumspringen für eine Mannschaft, die für die Talente, die oben spielen wollen oder was erreichen wollen, und dann noch sich freuen über einen Punkt in Cottbus, weiß ich nicht, ob das was für Ziele die haben, aber wir haben uns ein Ding heute nicht gemacht, und da bin ich sehr enttäuscht darüber. Wiedergutmachung möglich am kommenden Mittwoch schon? Muss sein. Das ist nicht mal Wiedergutmachung, das ist einfach, du nimmst Tasmania, du nimmst Hertha BSC, das sind hier Tasmania 3 Punkte, hier noch 2 Punkte plus, dann Chemnitz, du kannst da aufzählen, und wir haben jedes Mal besser gespielt als die Mannschaft, aber einfach die Torschüsse nicht gemacht, und das können wir uns nicht vorwerfen, sonst spielerisch oder sowas, was wir uns der Mannschaft vorwerfen, da reden wir auch nicht über Gutmachung oder irgendwas anderes, weil man redet nur einfach die Tore machen, und das war's, um das Spiel zu gewinnen. Weil Gutmachung heißt für mich, wenn wir schlecht spielen und dann vielleicht nächstes Spiel besser spielen, aber was willst du denn da spielen? Da Chance musst du reinmachen und fertig. Das ist heute sehr, sehr enttäuschend. Das ist unser Anspruch. Können wir nur sagen, Kopf hoch auf ein neues und dann Tore machen. Ne? Das ist das Einzige, was euch fehlt. Ansonsten großartiges Spiel. Ich glaube, in jedem Spiel, außer jetzt nehmen vielleicht ein, zwei Mannschaften und vielleicht 20, 30 Minuten in welchen Spielen, auch BRK teilweise 20, 30 Minuten oder vielleicht auch Lok, erste Halbzeit, waren wir immer besser oder haben dominiert das Spiel und heute wieder, und ist einfach enttäuschend. Aber wir machen weiter, müssen jetzt Mittwoch versuchen, wir werden alles dran setzen, hier 3 Punkte mitzunehmen, auf 3 Punkte zu spielen, und dann schauen wir weiter.